Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Until Dawn zusammen mit Drake. Hi. Und ich würde sagen, die Lage spitzt sich hier jetzt so langsam immer weiter zu. Wir haben jetzt das letzte Mal den Generator angeschmissen und wurden dabei beobachtet. Wir sind ab jetzt zu dritt. Ja. Falls du dich gerade fragst, was da war irgendwie so ein ganz merkwürdiger Schrei, so richtig so irgendwie so schrill, so ganz komisch irgendwie. Ja. Großartig. Oh, verdammt. Ich glaube, wir kommen nicht zur Hütte, wenn der Weg blockiert ist. Auf keinen Fall gehe ich zurück in diese Lodge zu den Schießbudenfiguren und trinke heiße Schokolade mit Emily. Ah, vielleicht sollten wir das besser. Weißt du was? Scheiß drauf! Wir sind Abenteurer. Wir finden einen anderen Weg zur Hütte. Na, ich weiß ja nicht. Ist hier noch irgendwas? Nee, das ist auch gar nichts mehr. Ich kann da nur reingehen. Oh, in so einen Stollen oder was weiß ich, was das da ist. Ja. Sieht ja sehr einladend aus. Ja, toll. Na super. Fuck! Hey, Jessica! Alles gut. Heilige Scheiße, das mich voll erschreckt. Was meinst du, wie es mir geht? Hast du dir den Kopf angeschlagen? Soweit ich das sehe, sind noch alle von meinen 7 Armen dran. Ja. Kannst du raus? Ich weiß nicht. Ich kann hier unten überhaupt nichts erkennen. Es wäre eigentlich idiotisch, wenn er jetzt auch noch runterspringt. Eigentlich schon. Aber die Lore macht ziemlich Krach. Ja. Trotzdem, glaube ich, würde ich eher die Lore machen. Ja, Ich meine, gut. wenn er da runterspringt, dann sind sie beide unten. Ja, stimmt, aber... Gut, ich meine, ich weiß jetzt noch nicht, was diese Lore denn kann. Sie weiter, aber... Dann wäre sie wieder alleine weiter, ne? Weil sie steigt drauf und klettert wieder hoch. Ja, ich glaube, ich nehme mal die Lore. Ja, probieren wir es mal. Okay, Jess, da ist eine Lore. Ich glaube, wenn du sie wegschiebst, kommst du vorbei. Gut. Okay, ich werde es probieren. Das war irgendwie klar. Sie ist zu schwer. Helfen, oder? Versuch's nochmal! Die ist super schwer! Vielleicht hast du sie schon gelockert. War klar. Hey Michael! Ich bin ja echt ziemlich durchtrainiert, aber... Aber hier passiert gar nichts. Irgendwelche anderen Ideen? Ja, ich will jetzt wieder runter. Die Lampe runterwerfen? What the fuck? Damit kommt sie auch nicht durch. Nee. Ja, dann muss ich ja jetzt durchquetschen machen. Aber das will Ja. ich ehrlich gesagt nicht, weil... Ja. Wäre cool, wenn wir irgendwie runterkommen würden, aber es ist nicht zur Auswahl. Ne. Nicht mehr. Hey, also, Babe, siehst du den kleinen Spalt da? Zwischen Lore und Wand? Diesen winzig kleinen Spalt? Ja, vielleicht kannst du dich einfach, naja... Durchschlängeln oder so in der Art. Deine Meinung über meine Figur gefällt mir wirklich, aber ich glaube, mit diesen Ladies geht das nicht. Oh, mit denen, klar. Okay. Kapiert. Kumpel, ich will jetzt doch, dass du okay. runtergehst. Also, wie wär's, wenn du mir die Lampe runterwirfst oder, naja, wie ein echter Held runterspringst und mir raushilfst? Ja, ich komme jetzt runter. Okay, ganz ruhig. Ich komme zu dir. Beeil dich aber, bevor mich ein anderer sexy Muskelpotz rettet. Wow. Oh nein. Das wird ja super. Hey Adonis, hilfst du mir diese Lore wegzuschieben? Oh nein. Ich habe irgendwie das Gefühl, man musste runterspringen. Ich glaube auch.
weil es immer wieder irgendwie jetzt dahin geführt hat. Ich meine, was hätte sie auch mit der Taschenlampe gewollt? Kann sie sich immer noch nicht mit durchquetschen. Stöhnen, habe ich mir anders vorgestellt. Oh, großartig. Einfach großartig. Ich hätte ja eher versucht, da wieder rauszukommen, anstatt. Ja gut, okay, die wollen ja zu den Dingern, ne? Aber. Ja, aber keine Ahnung, wo es da hingeht, ne? Ja, also ich wäre da eher wieder zurückgegangen, egal, ob ich da jetzt irgendwie Clinch hätte oder so. Besonders solche Stollen können ja auch einsturzgefährdet sein. Ja. Oh, scheiße. Scheiße. Oh mein Gott, alles in Ordnung? Ja. Ja, bin okay. Gerade so noch, ne? Ja, eigentlich bin ich mehr auf Quadrat gelandet, aber ich glaube, es hat es irgendwie noch gezählt. Himmel, hier empfange ich eine Menge Vibes. Und zwar nur die richtig gruseligen. Kann ich was tun, damit du die Gänsehaut los wirst? Spar dir das für die Hütte, Poser. Okay, ich glaube, das ist nur eine Sackgasse. Ja. Ich bin mir auch nicht sicher, ob wir in die Sackgasse gehen sollten. Ah, da liegt was. Oh nein. Ja, weil jetzt könnte jetzt der Typ einschließen. Ja, aber ich brauche das Totem-Ding. Oh nein. Glückstotem? Glückstotem? Okay, Glückstotem war gut, ne? Glückstotem war... Eigentlich schon. Okay. Heißt das, sie überlebt er nicht? Oh Gott. Das kann ja nur passieren, das muss ja nicht, ne? Aber können wir uns dann nochmal genauer anschauen, was da jetzt dort steht? Meinst du es bei dem Totem? Heißt das hier so viele Totem? So lang geht's? Könnte sein. Offenbar, ja. Eine Prophezeiung des Glücks. Also. Ja. War wohl jetzt nicht das Schlechteste. Okay. Weg spaltet sich wieder. Was ist hier? Okay, eine Sackgasse. Oh, Moment, hier leuchtet was. Zigarre. Schräger Ort, um gemütlich Zigarren zu rauchen. Ist frisch. Wer wohl hier war? Ah ja. Na toll. Das würde mich ja gesagt beunruhigen. Und da kann ich wohl irgendwie reingucken. Oh Gott, nein. Durch irgendwelche Spalte gucken in solchen Spielen. Ja, ist eigentlich nie so gut. Sind überhaupt... Ach, sind nur Hinweise. Das hier ist ja historisch. Oh, wie abgefahren. Das ist von den Ureinwohnern, oder? Ich glaube nicht, dass die Bergarbeiter eine künstlerische Ader hatten. Nein. Nein, genau. Das ist wie eine Art Schrein oder sowas. Ein Schrein? Wofür? Okay, das sah eher aus, als ob man da durch einen Spalt guckt. Weißt du, wenn man da jetzt so... Dachte ich, es wäre jetzt ein Spalt gewesen. Aber umso besser, weil ich meine, bei solchen... Spielen durch einen Spalt gucken. Alles klar? Ja. Ja. War knapp. Da kommt dann meistens irgendwas. Von Sicherheitsvorschriften halten die hier wohl nicht. Ja, ich finde, wir sollten jetzt hier raus. Ich wäre nicht mal reingegangen. Aber okay. Oh Gott. Ich kriege so die Krise, wenn ich es nicht schaffe, die zu retten. Ne? Gefahrenkarte. Der Laden ist die reinste Bruchbude. Ja, da ist überall nur noch Danger. Ja. Moment, muss ich mir das etwa merken? Ich hoffe, du kannst die auch noch im Menü anschauen, aber wir wissen ja gar nicht, wo wir sind, ne? Nee.
Ich guck mal. Fahrenkarte der Mine. Ein Sturzrisiko Bescheid. Na, großartig. Das war... Na gut. Versuchen wir es mal weiter. Ja. Na, großartig. Wird ja immer besser. Ja, total. Oh, sind wir tatsächlich... Oh, wir sind draußen. Mhm, zumindest etwas. Mhm. Okay, Moment, was ist hier? Oh, okay. Da geht's lang. Aber sie geht schon so instinktiv nach da. Ich glaube, rechts ist die Hütte. Und ja, da ist auch Licht. Ja, ich gehe jetzt erstmal hier gucken. Das sieht mehr so... ja, das ist optional, da liegt was. Oh nein. Vielleicht ist er auch gut. Ja. Jetzt haben wir wohl beide Lösungen gesehen. Jetzt haben wir was? Es war doch die gleiche Person, oder? Ich Wenn ich mich nicht. Jetzt nicht getäuscht habe, ich weiß. Oh, jetzt habe ich den hier. Oh, Verlust, ja, großartig. Ja, doch stimmt, weil wenn man jetzt... Der gleiche Untergrund, ne? Ja, und sie ist beide nur so, ja, leicht bekleidet, kann man ja im Endeffekt sagen, ne? Mhm. Ja. Beim einen stirbt sie, beim anderen lebt sie noch. Mhm. Okay. Noch irgendwas? Cabin, okay. Nee. Okay. Ja, großartig, einfach großartig. Mhm. Sieh an, als Josh Hütte gesagt hat, dachte ich schon ans weiße Haus. Warte, bis du die Lincoln Street siehst. Oh, hast du vor, mir den kleinen Präsidenten zu zeigen? Du bist auf einen Flug mit der Air Force One? Okay, okay, Spaß dir für die Wahlkampfrede, Baby. Du hörst das jetzt gerade nicht, aber die Musik, die wird ein bisschen dramatischer irgendwie. Oh, ein Teleskop. Ein Blick auf die Bäume, ein Blick auf die Wolken, ein Blick auf die Hütte. Oh. Wow. Alles klar? Ich habe jemanden bei der Hütte gesehen. Na super. Okay. Ja. Lass mal sehen. Hä? Keine Ahnung. Jetzt gerade so vor meinem Gesicht da irgendwie wer aufgetaucht? So hat's ausgesehen, aber ich hab keine Ahnung. Heimlich vom Eierpunsch genascht, Bay? Wir sind ganz allein hier. Möglich. Okay. Hey, Jazz? Mhm? Bleib dich bei mir, okay? Was ist los? Ach, am Brett steht, dass sich hier oben manchmal Braunbären rumtreiben. Oh, Michael, ich habe eine mega Idee. Was? Los, wir streichen einen Bären. Komm schon, bitte. Komm schon. Lassen wir das mit dem Bären streicheln. Hm.
Muss ich immer nach hier? Naja, nee. Ich glaube, du musst nach unten. Genau, von hier bin ich gekommen, genau. Wird hier immer besser. Oh ja. Ich meine, noch ist es ist okay, also. Ja, noch ist okay, ja. So allgemein vom Spielverhalten. Ah. Vorsicht, Spatzenhirn! Ich habe auf den Paarungsruf geantwortet. Wow, du Flittchen. Ja, ich habe viel Liebe zu geben. Hab mich erschreckt. Status-Update. Mhm. Nee, wir machen noch weiter. Ja. Da können wir wohl noch ein bisschen weitermachen. Wie weit ist bitte diese Hütte raus? Ja, es ist doch ziemlich weit weg. Verdammt, Josh. Hättest du nicht wenigstens den Weg freiräumen können, bevor du uns hier raufschickst? Oh, echt jetzt? Was? Hätte nicht gedacht, dass bei dir das Glas immer halb leer ist. Hast du eine bessere Idee? Mach Platz, du deprimierst mich. Oh, buh! Angeberin. Hey, Mike. Du hast da was im Gesicht. Okay, okay. Wenn es das ist, was du willst. Jess? Jess! Großartig. Absolut perfekt, ja. Lodge auch das Warmwasser anstellen kannst. Okay. So. Es hat noch kein Status-Update gegeben, ne? Nee. Das hätte ich nämlich jetzt erst gesagt, wäre es der passende Zeitpunkt, um aufzuhören, aber dadurch, dass es kein Status-Update gibt, machen wir noch ein bisschen weiter. Hier scheint aber nichts mehr zu sein. Okay. Aber wie gemein ist das denn jetzt? Ja, schon. Was war das? Das ist gemein. Jetzt einfach mit Sam weiter. Richtig. Okay. Gespannt sein, was jetzt mit ihr ist. Also, da wo die Zähne abgebrochen hat. Mhm. Moment, gehen wir mal. Was ist denn hier? Moment. Was ist denn da? Gibt schon wieder so viele Möglichkeiten. Okay, ich glaube, das ist aber nichts. Mhm. Was ist denn hier? Da ist irgendwas. Oh, guck mal, Schmetterlinge wieder. Moment, hier ist ganz viel. Tattoo-Design. Oh. Vielleicht oder ist vielleicht, das... Hm?
Ich wollte nur sagen, oder vielleicht hast du zum Beispiel das Bild hast du nicht umgedreht, vielleicht war hinten drauf auch was und dann wäre es als Hinweis erst angezeigt worden in deinen Hinweisen, dass wir die quasi nur nicht eingetragen haben. Ach so. Hm. Und ich wollte auch gerade hier sagen, das ist Hannas Zimmer. Ja. Aber sie ist ein echter Fan von Schmetterlingen. Oh ja. Ja, und Sam ist ja die beste Freundin von Hannah. Ja. Hallo, das schreit ja förmlich nach Mike. Nur mal kurz, ich habe das vorne sofort rumgedreht. Mhm. Naja, okay. Okay, das sollte es hier aber gewesen sein. Ja, scheint so. Dann gehen wir mal weiter. Da ist hier noch irgendwie was. Ah, tatsächlich. Ach. Ah. Sieh mal an. Okay. Gut, dann gehen wir jetzt mal weiter. Mhm. Wem steht die Tür? Gott, und schön, dass hier diese Masken hängen. Das habe ich mir auch schon gedacht. Okay, was ist hier? Okay. Ja, absolut. Wuhu. Auf geht's, Josh. Auf geht's. Vorher, als wir das Haus aufgemacht haben, war auch schon so eine Maske da. Auf den Schritt gestellt. Ach so. Ah, ist wieder das Gleiche. Ja. Genau. Also hätte man hier jetzt auch nochmal die Möglichkeit, das zu finden. Mhm. Ich möchte ein Status-Update. Oh, Moment, kann ich da... Nee, okay. Hätte ja sein können. Mhm. Natürlich doch was. Nicht? Hat es so ausgesehen? Ja, sieht tatsächlich so aus. Mhm, aber war keine Aktionstaste da, na gut. Okay, bester Mulder, wisst ihr was? Ich weiß da was für euch zwei. Was? Ich glaube. Okay. Das war's. Ich bin ziemlich sicher, irgendwo in dieser irren Bude hatten wir mal ein Hexenbrett. Ein was? Ja, ganz toll, oder? Die Dinger sind ein Witz, Mann. Totale Verarsche. Quatsch nicht, Bro. Wir haben das früher ständig gemacht. Ich und... Ja. Hey, Josh. Kein heißes Wasser ist irgendwie mieser Service. Findest du nicht? Ja. Ja, man muss nur den Boiler anschmeißen. Erst im Keller. Okay, ihr zwei, schaut doch bitte mal nach dem Hexenbrett. Chris, na los. Suchen wir es. Das wird wie eine Schnitzeljagd. Okay. Dann los. Cool. Ihr werdet es nicht bereuen. Na, Lust mich zu begleiten. Status-Update. Ja, Hexenbrett. Ja, toll. Unglaublich, ist da irgendwie noch... Das Feuer ist schon an. Ja. Sollte das nicht dann sein?
Ich habe mich gefragt, wenn die ihr helfen sollte zum Feuer anmachen. Ach so. Okay, kann ich mit ihr noch irgendwie... Ich weiß, das haben wir uns schon angesehen, aber... Ah ja. Na, ich dachte, sie hätte da jetzt nochmal speziell was zu gesagt, aber... Nee, okay, ich glaube, hier ist nichts mehr, dann können wir mit ihm mitgehen. Ja. Ach so. Geht, glaube ich, auf beiden Seiten runter. Ja, ach, egal. Er tänzelt da ja schon so rum. Hey, hast du gecheckt, dass ich Chris und Ash zusammen losgeschickt habe? Naja, ich dachte mir, die zwei sollten mal allein sein. Sind wirklich süß zusammen. Ich wünschte, sie würden endlich mal weitermachen. Im Ernst, die brauchen nur ein... irgendwas, das sie zusammenschweißt, wie ein traumatisches Erlebnis. Und schon legen sie sich in den Arm. Bei dem Tempo sind sie im Altersheim, bevor Chris mal in die Gänge kommt. Oh, super. Und endlich haben wir unser Status-Update. Dann würde ich sagen, machen wir hier beim nächsten Mal weiter und bis dahin. Ciao.